Herr Erbe, was haben Sie uns denn hier mitgebracht? Es handelt sich hier um ein neuartiges Durchflussmessgerät, was wir von Burkhardt entwickelt haben und jetzt unter dem Namen Flowave dem Markt zur Verfügung stellen wollen, mit einer völlig neuartigen Technik, die bisher nicht eingesetzt wurde für die Durchflussmesstechnik. Was ist das Außergewöhnliche an diesem Gerät? Ja, das sind natürlich mehrere Punkte. Ich will einige hervorheben, die eben die Besonderheit herausstellen. Zum einen sind keinerlei Messelemente im Sensorrohr. Das ergibt sich die völlige Unabhängigkeit von dem, was der Anwender an Fluids durchsendet. Zum anderen haben wir ein Design, was absolut passt auf das, was der Anwender sich wünscht in dem Bereich. Völliges Edelstahldesign, keine Elemente, die stören und die man nicht reinigen kann. Und genau das ist der eine Punkt. Der andere ist, dass wir Oberflächenwellen einsetzen, ähnlich einem Erdbeben, nur eben in gebannter Form. Dieses wird so eingesetzt, dass wir Interdigitalwandler haben, die genau diese Wellen erzeugen und die wir durch die Flüssigkeit senden. Das Außergewöhnliche und besondere Effekte, die wir erzielen, ist, weil es eben nicht nur einfach, sondern zweifach, dreifach, mehrfach durch die Flüssigkeit geht und uns dadurch Informationen sammelt, die bisher man auch nicht haben konnte. Wir ermitteln also auch Eigenschaften des Fluids. Außer der Temperatur und der Durchflussmesstechnik erreichen wir noch viel mehr und wir erreichen eine hohe Performance mit diesem Gerät. Und diese Informationen wollen wir gerne dem Anwender zur Verfügung stellen. Vielen Dank für den Besuch hier bei der Roten Couch Express.